von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch. Endlich mal wieder ein wenig Sniper-Action, meine Freunde. Am Ende seht ihr natürlich noch einen schönen Sniper-Klatsch. Ich bin echt froh, dass ich mir Counter-Strike-Go gekauft habe oder CSGO oder wie man das auch immer nennt. Auf jeden Fall habe ich in diesem Spiel richtig wieder das Sniper-Feeling zurückentdeckt. Und wie damals natürlich in Black Ops 1 Zeiten, weiß ich natürlich jetzt, warum wieder alle meine Freunde hier zu Counter-Strike gewechselt sind. Weil sie einfach hier dieses Sniper-Feeling bekommen und das ist mir natürlich auch wichtig als damalige Black Ops 1 Zocker, also Only Sniper Zocker. Und für mich ist das Spiel, bis Black Ops 3 rauskommt, auf jeden Fall eine gelungene Abwechslung. Und ich habe endlich mal wieder richtig Spaß am Zocken und das ist mir das Wichtigste an der ganzen Sache. Ich habe auch, sobald neue Infos kommen, natürlich für euch natürlich auch wieder Infos an Start, also für Advanced Warfare oder für Black Ops 3. Sobald was rauskommt, werdet ihr es natürlich auf meinem Channel finden. Und zu dem neuen COD, was rauskommt, habe ich natürlich jetzt auch schon ein paar Advanced Warfare Gameplays für euch gespeichert, die ich dann nur noch besprechen muss. Da braucht ihr euch keine Sorge zu machen, das wird auf jeden Fall eine gute Mischung ergeben auf meinem Channel. Und jetzt könnt ihr natürlich jetzt noch am Ende hier diesen Sniper-Klatsch genießen. Also ich muss natürlich sagen, es ist natürlich eine ganz schöne Abwechslung hier zu Call of Duty, dass man nicht mehr springen muss und aimen muss so richtig. Man muss natürlich, wenn man richtig schießt, muss man so ein bisschen nach unten aimen, weil die Kugeln einfach nach oben streuen. Und wenn man hier so Einzelschüsse abgibt, dann kann man ruhig geradeaus schießen. Aber das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen die Tage trainieren, meine Freunde. Und wir hören uns auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, yes, ist am Start für euch. Mit Informationen und so weiter. Also ihr wisst Bescheid, ich gehe mein Aim noch ein bisschen trainieren. Haut rein, bis dann. Ach ja, was ich fast vergessen hätte. Wenn ihr Bock auf so CSGO-Videos habt und so weiter, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ansonsten abonnieren statt kassieren, meine Freunde. Für mehr Informationen werden auf jeden Fall einige noch kommen. Und dir, Max, auf jeden Fall Dankeschön für die ganzen Skins, also für die ganzen Tarnungen, die du mir gegeben hast. Ist auf jeden Fall eine coole Aktion von dir gewesen. Und wir hören uns auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, yes, ist am Start für euch, meine Freunde. Haut rein, bis dann.